Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Zaunausbau-Video und willkommen zum letzten Video für etwa eine Woche. Es kommt morgen, glaube ich, ein Infovideo. Ich bin jetzt für eine Woche kurz weg, ungefähr, also bis Montag. Am 1. Oktober bin ich wieder da und dann gibt es wieder normale Videos. Und zum Abschluss gibt es nochmal eine kleine Beschwörung. Deswegen dieses Zögern, weil ich vorher noch was anderes sagen wollte, aber das hebe ich mir für später auf. Wir beschwören heute für Mion Chan. Ist schön, als Abschluss nochmal eine Beschwörung zu machen, hatten wir schon lange nicht mehr. Viele Grüße an dich. Sie hat geschrieben, diesmal eine kürzere Nachricht. Du darfst alles öffnen, auch Ifrit. Wünsche und so kann ich ja eigentlich später machen. Und Grüße, deswegen schauen wir mal rein, wie viele Schriftrollen wir überhaupt haben. 7 legendäre. What damn, nice LDs, 166 MS, Steine darf ich ja auch öffnen und das ist die coole Rotation und den Ifrit. Nice, nice, okay, ich würde sagen, wir raten erstmal und dann legen wir sofort los. 5, 6, 7, 7 garantiert. Ich sag, mit Steinen und Ifrit 26 Blitze, okay? Ihr dürft ja mitraten im Kopf oder ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Und aus den LDs kommen 1,5 Blitze. Nein, 2. 2, okay? 1,5 wäre so ein Horror-Fury-Monster, das nicht als richtiges LD-Monster zählt. Okay, wir beginnen. 3, 2, 1. Ich hoffe, es kommt was Gutes. Viel Glück. Let's go, Baby! Also, das, was ich eben sagen wollte, als ich dieses so gesagt habe. Mein Regal ist fertig. Ja, endlich. Also es ist nicht nur aufgebaut, es ist komplett eingeräumt. Ich habe es gerade eingeräumt. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Es sieht so cool aus. Ihr seht das, wenn alles fertig ist. Mir fehlen noch immer Bilder für die Wände. Poster von Game of Thrones und Final Fantasy. So schwierig zu bekommen. Also wirklich große, so 1,60 Meter, 1,70 Meter Dinger, hochwertig, am liebsten hinter Glas, das wäre mein Traum. Wenn einer eine Ahnung hat, wo man sowas herbekommt, schreibt's mir. Es beginnt mit einem Succubus. Nein, nicht kaufen, sorry. Dann schreibt mir sehr gerne in den Kommentaren, ich verzweifle, weil ich etwas Cooles gefunden habe, beziehungsweise mir wurde was Cooles vorgeschlagen, so ein Wandtattoo von Game of Thrones. Sieht so cool aus. Und Valar Morghulis. Valar Morghulis und... Ich habe den Anspruch vergessen. Duaheris irgendwie. Oh, ich muss dringend wieder Game of Thrones schauen. Das sah so cool aus. Und dieser Shop ist ein Fake. Und man kriegt die Ware nicht. Das ist scheiße. Das hat mich so geärgert. Naja, also, wenn irgendwer eine Ahnung hat, wo man so Bilder bekommt, schreibt mir gerne. Und ansonsten fehlt noch mein Aquarium mit... dem Mitbewohner. Wer da hinkommt, das werdet ihr dann sehen. Oder was da hinkommt. Na, das sind noch die zwei wichtigsten Sachen. Ansonsten wäre dann alles fertig. Also noch was für die Wände und das Aquarium. Und dann gibt's die Roomtour. Ich versuche es so schnell wie möglich hinzubekommen. Aber man muss auch, also wenn man dann schon viel Geld ausgibt oder wenn man was Neues dann mal einrichtet, dann möchte man auch, dass alles passt. Bringt's nicht, wenn man irgendwas schön findet und denkt so, ja, ist schön, aber vielleicht gibt's was Besseres. Also es muss genau das Richtige sein, sonst gebe ich kein Geld dafür aus. Dann lohnt sich das nicht. Aber seid gespannt. Das Regal ist mir schon mal sehr gelungen, um mich mal selbst zu loben. Hust. Tut mir leid, so gemeint war es gar nicht. Aber ich glaube, es gefällt den meisten. Okay, zur Nachricht. Du darfst alles von mir öffnen, bla bla bla. Wünsche sind von mir wie immer Skill-Ups, vor allem für Shazoon. Ansonsten Monster für Raid 5. Nehme auch gerne Tipps an. Wenn wir ein Monster für ein Raid bekommen, rede ich darüber. Wenn du fertig bist, kannst du bitte Dots in Gilden-Chat machen, also einfach Punkte. Beim letzten Mal hat mein Mann gesehen, dass du Zyros für mich gezogen hast und hat mich damit aufgezogen, dass er es weiß und ich nicht bis das Video... Und ich nicht bis das Video kam. Böse. Ich würde das gleiche machen. Nice, eine neue. Dryad. Und dann hat sie geschrieben, ich wünsche dir viel Spaß und noch herzlichen Glückwunsch zum neuen Haus. Vielen Dank. Ich fühle mich wohl. Wohler und wohler. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie ich im alten Haus leben konnte. Also es war auch okay oder eigentlich schön. Ich meine, ich hatte eine ganze Etage mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad. Aber kein Vergleich. So, PS an meinen Mann. Der größte Glückspilz im Spiel. Im Monat bestimmt 4 bis 5 neue Net 5s. 4 Molongs. Oh, und ansonsten nur Top Monster. Targaryen 86. Einen dicken Kuss, ich liebe dich. Also von ihr, ne? Nicht von mir. Oh, Grats. Darf ich einen deiner Molongs haben, please? Ich hätte schon die kompletten Runen für meinen Molong. Also, viel Spaß und liebe Grüße an deine Skenia Herz Mion. Okay, das war's und sie hat gerade die Nachricht gelesen. Ich hatte nämlich irgendwie Schiss, dass ich sie rausgekickt habe, weil die Energie nicht komplett leer war. Also, ein Schwert hat sie jedenfalls nicht gemacht, sonst wäre es scheiße gewesen. Also ich habe vorher geschrieben, aber sie hat es erst gerade gelesen, dass ich jetzt aufnehme. Was ist mit der fucking Blitzrate los? Kann ich mir das mal verraten? Die ist so bad. So richtig bad. Haben wir nur zwei bisher bekommen? Ich hoffe, wir haben genug Platz im Lager. Da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich weiß auch gar nicht, was sie hat. Sie hat ja nur Skill-Ups geschrieben und irgendwas für Raid 5. Was wäre gut für Raid 5? Brandia. Die ist wirklich gut. Das ist jetzt nicht mal ein Witz. Das war jetzt nicht, um sie zu ärgern. Brandia ist gut. Diaz aus der LD, falls ihr noch keinen hat. Ansonsten, die meisten benutzen Feuerpanda Darion. Wer ist noch gut? Delphoi. Wer ist das? Der ist nicht so gut. Dann gibt es viele Wasser-KFGs. Perna. Hua. Oh. Manche benutzen Vela. Amana sehe ich sehr oft. Das ist ein krasses Monster. Und wen noch? Ansonsten noch so Kulin, Lisa. Ja. Also man könnte sich ein Raid 5 Team eigentlich komplett erfarmen. Oder beziehungsweise man braucht keine Net 5s dafür. Samurai. Bisher nur Mist Net 4s, abgesehen von diesem neuen Monster. Aber ich glaube, Wind war die mit den Dots. Kann das sein? Oder war das Feuer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Lass mich mal ganz kurz schauen. Also, Wasser ist, glaube ich. Oh, Schick. Ciao, Anna. Beth, Wasserpaladinin. Sek, Metraki, Zyros. Diana! Um dir mal einen Tipp zu geben, ruhen hier Crit Rate rein. Dann ist Diana viel besser. Okay, was kann die? Das ist die Angriffstempo. Ja, das ist die mit den Dots, die wir getestet haben in TOA. Also für TOA gut, für Raid, nee. Oh, wow, die hat noch nicht mal alle Lagerplätze gekauft. Da hat man noch viele Lagermöglichkeiten für später. Mein Lager würde schon platzen. Wobei momentan ist es relativ leer. Wir hatten ja neuen Platz dazu bekommen. Ich glaube 700 kann man jetzt haben. Bin zufrieden damit. Und ja. Mal sehen, ob ich bald mal wieder irgendwas Neues bekomme. Ihr seid dann die Ersten, die das... Oder ihr zählt zu den Ersten, die es dann erfahren. Okay, weiter geht's. Das müsste sich dringend ändern, dass wir jetzt hier was Gutes bekommen. Okay, also zum Farmen für Raid 5. Feuerpanda kann man sich fusionieren. Darion ist Hall of Hero. Alternative für Darion wäre Diaz. Diaz ist auch mega cool. Der war damals Hall of Hero. Also kann man ihn jetzt nicht mehr bekommen, außer man kriegt ihn aus einer LD. Ansonsten, Blitz abwarten. Julie. Die mag ich wiederum, auch wenn sie jetzt nicht so das Most Wanted Monster von vielen ist. Ich finde sie cool und mir macht sie sehr viel Spaß und ich benutze sie sehr oft. Und übrigens, mein Pang, so kritisch ich am Anfang ihm gegenüber eingestellt war, er ist mega cool und ich benutze ihn so oft in der Arena. What? Neues Monster, ich habe den noch nie gesehen, wie der rauskommt. Und das ist auch noch der coole. Boah, krass. 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 Und übrigens viel Glück von Skenia. Krass, das ist der coole. Boah. Damn. Damn, boy, girl. Damn, girl. Boah. Okay, ist mir egal, was davor für Shit rauskam. Das ist der coole. Und sie hat keinen Ariel. Wow.
Betäubt das Ziel. Erholt die AP aller Verbündeten. So cool! Ich finde ihn mega. Ich wollte die andere Form ansehen, aber es geht ja erst, wenn man ihn erweckt. Damn! Schreibt keiner aus der Gilde was. Schlafmützen. Boah! Nice! Grats! Hat sich gelohnt. Also wir machen definitiv nahe der Punkte. Ich hatte schon im Gefühl so, dann machst du die Punkte, obwohl nichts kam. Aber jetzt, was hat... Erstmal diese Dryad und jetzt auch noch Androiden. Wow. Cooles Geschenk von Comtours. Ist leider nicht mein Account, aber ich gönn's ihr. Ich finde ihn cool. Auch wenn er, wie gesagt, ähnlich wie Ariel ist und ich ja Ariel habe. Noch eine. Also nochmal die gleiche. Würd's mich nicht stören. Ich finde den cool. Der macht Spaß. Das Ding ist, er klappt nicht gegen Molong als Counter. Also seine Passive klappt da nicht. Weil er weniger als 70% haben muss. Und Molong macht ja genau 70%. Das habe ich mal bei Sean B, glaube ich, gesehen. Der hat das getestet. Nice! Grats. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Skill-Ups für Shazoon. Beziehungsweise ich hoffe, es kommt noch ein LD-Blitz. Das wäre am schönsten. Hier bekommst du noch eine Boomerang. Ich glaube, die will jeder. Chuck-Boom, egal welche. Davon kann man auch nie genug haben, weil die alle Skill-Ups brauchen und mit Skill-Ups sind die viel besser. Und es dauert Ewigkeiten, bis alle Max-Skills haben. Ich meine, ich habe alle, aber ich glaube, ich habe nur 2 oder 3 Skill-Ups bisher bekommen. In vereinzelten davon. Also Shiner ist noch lange nicht Max und das ist wirklich wichtig. Das wird Dragons noch sicherer machen, beziehungsweise die Zeit noch ein bisschen verringern. Vor allem der zweite Skill mit der Attack-Leiste bekommt noch schädliche Rate dazu. Das wird das Ganze einfach verbessern. Tyron. Boah. Sein Druide kommt. Mein erster Druide, den ich ziehe. Dryads haben wir schon öfter gezogen, aber der erste Druide. Damn. Ich find's gut. Das liegt nur an der Power durch mein Regal, hä? Huh? Oh, cool. Cool. So, wir gehen mal. Hat jetzt einer was geschrieben? Erstmal Grats, erstmal 2 von 9 Monstern bekommen. Ja, klar. Aus der Gilde hat noch immer keiner. Vielleicht ist es ganz gut, dass keiner aus der Gilde es sieht. Dann kann ihr Mann sie nicht ärgern. Vielleicht lenkt sie ihn gerade ab und sagt: Du guckst jetzt nicht im Spiel. Du machst jetzt mit mir was, bis Herrn fertig ist. Genau in der Stimmlage. Und der so: Okay, ich mach mit dir was. Was machen wir denn? Tja, wenn du das wüsstest. Okay, also. Scheiße. Haben wir genug Mana? Ja, wir haben genug Mana. Sicher? Haben wir genug Mana? Ich habe im Gefühl, wir haben voll viel Mana, hä? Ja, wir haben viel Mana, richtig? Bitte sag mir, dass ich viel Mana habe. Jetzt kann ich nach. Ja, wir haben viel Mana. Gott sei Dank. Okay, noch 2 Stück. Haben wir auch keine Platzprobleme, früher oder später will die es sowieso machen. Ich denke, wir haben keine Elementschriftrollen, deswegen hüpfen wir direkt rüber zum Ifrit. Bevor wir die Blitze für die LDs klauen. Theomas, ich habe keine Ahnung, wen sie braucht, wollte. Sie hat keine Theomas. Dann wird's wohl stimmen. Okay, und dann machen wir jetzt die Steine. Windpanda, Amelia und Okeanos. Triple S Rotation. Extrem krank. Quahi, Skill-Up zu Shazoon. Ah, deswegen will sie wahrscheinlich auch in die Rotation. Ansonsten ist noch Sabrina dabei, sehr nützlich. Und ein Lucian. Der Wasser-Samurai dient wahrscheinlich eher als Fusion und Brian. Naja, manche Leute mögen ihn. Ich bin nicht so der Fan davon. Okay, obwohl manche Brian bei Tartaros benutzen. Weil man einen Reviver braucht. Ich benutze Eladriel, aber das ist ja dann die Premium-Version davon irgendwie. So, zu Raid 5 zurück. Man braucht einen Cleanser. Kommt drauf an, was man so hat. Kona wäre Cheap-Version. Man kann Lisa nehmen. Und wen noch? Ja, Vela, Delphoi. Blitze abwarten. Samurai, den wollen wir nicht. Dann braucht man natürlich Colleen. Colleen ist eigentlich Pflicht in jedem Team. Ja, einfach Colleen. Und dann nur Damage Dealer. Feueraffe. Ciara. Wobei Ciara mögen manche nicht. Perna. Und dann die besten Forsters. Wasser KFG und
Qua. Das wäre so ein komplettes Raid-Team. Kombiniert mit den Frontline-Tanks von eben, die ich aufgezählt habe. Feuerpanda, Darion, Diaz, Ariel, sowas. Amarna. Oder Amarna kann auch hinten. Zwei Blitze in den Stein, okay. Leider nur eine Huahi und den Samurai, aber okay. So, wir brauchen jetzt diese zwei LD-Blitze. Kriegen wir zwei LD-Blitze? Kriegen wir zwei? Kriegen wir überhaupt einen LD-Blitz? Einer. Ja. Komm, jetzt raus! Boah, krass! Ein Fregatte, so gut. So damn gut. Oh Gott, diese Beschwörung fing so bescheiden an und endet so extrem gut. Wow. Richtig, richtig extrem. Achso, und ich benutze Annabelle auch noch als Cleanser. Also nicht Kona und keine Lisa, sondern Annabelle. Damn, eine LD, also ein LD-Blitz, aber dafür eine Fregatte. Krass, krass, grats. Selbst wenn jetzt hier nichts mehr kommen würde, die Beschwörung hat sich definitiv gelohnt. Neues Net 5, neuer Ifrit und dann auch noch so ein Top-Quality LD und dann noch zwei von diesen neuen Monstern und dann auch noch Chuck Boom. Alles, was man sich wünschen kann, ha? Huh? Wow. Und Skill-Ups für Shazoon. Das ist am wichtigsten. Und noch eine Sonette. Die auch cool ist. Oder Skill-Ups für Ammonia, Triana. Und noch eine Emma, die auch mega cool ist und die man auch als Skill-Up benutzen kann. Und dann noch ein Kürbis, der naja ist. Aber ich denke, die Beschwörung war ziemlich nice. Okay, wir zählen zum Schluss. Ich freue mich für sie. Und ich bin nicht so eifersüchtig. 1, 2, wir haben 26 geschätzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 haben wir ein bisschen weniger bekommen. Die Blitzrate war am Anfang auch richtig bescheiden. Aber fucking Fregatte und ich weiß nicht mal, wie der Dude heißt. Wie heißt du? Abellio. Oder Abellio. Abellio. Keine Ahnung. Ich habe mir schon überlegt, wie wir den Licht-Ifrit nennen, weil der kein Mensch spricht Elcharion jedes Mal aus. Die meisten sagen ja auch, das ist Theo, nicht Theo Mars. Das ist Tessa und nicht Tessarion. Und bei Elcharion sagt man ja nicht, das ist Elsha. Das klingt ja wie ein Elch. Deswegen würde ich vorschlagen, für mich jedenfalls, ich nenne ihn L. L klingt auch cool, erinnert mich ehrlich gesagt an Death Note. Der ist ja auch weiß und L, Charion, ist auch sehr weiß. Also passt das ziemlich gut zusammen. Und Death Note ist sowieso cool. Von daher denke ich gern daran. Also, das ist jetzt unser L. Also hier auf diesem Account gibt es den nicht, aber bei mir ist das dann unser L. Lasst mich wissen, ob ihr damit einverstanden seid oder wie ihr das findet. Ich denke, da gibt es keine Kritikpunkte auszusprechen. Ich finde den Namen cool. Bleibt dabei. Selbst wenn ihr das scheiße findet, ist mir egal, das ist jetzt L. Nein, also mich interessiert eure Meinung wirklich. Das war jetzt nur Spaß. Bisschen polemisch ausgedrückt. Okay, das hat sich gelohnt. Ich freue mich. Das war die Beschwörung. Ich bin jetzt erstmal weg. Morgen kommt noch ein Infovideo. Das Video wird extra noch, also das, wenn das Video hochgeladen wird, das hier, und das nächste Morgen, bin ich schon weg. Die sind dann geplant hochgeladen. Man kann einstellen, wann ein Video kommt. Und das war's. Ja, also Montag, 1. Oktober bin ich wieder da. Dann nehme ich das erste Video auf. Also wahrscheinlich am 2. Oktober kommt dann das nächste Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ist ja nicht so lange. Übrigens, meine Hausarbeit ist fertig. Und abgegeben. Ich habe bei beiden 5-6 Seiten zu viel geschrieben. Ich arbeite zu viel. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr auch ein neues Monster wollt, lasst ein Like da. Ich habe gehört, das beeinflusst die Sum Rate. No scam, no joke, 100% real. Und macht's gut.
passt auf euch auf. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Abellio.